So, da sind wir wieder. Wir sind beim sechsten Part von Planet Wars. So, wie eben besprochen, gehen wir jetzt erstmal shoppen, denn wir haben endlich einen schönen schwarzen Reithelm gewonnen. Wo zwar auch hier so komische Blume drauf ist, aber das ist jetzt, glaube ich, auch egal. So, gibt's denn hier noch immer irgendwie derselbe Kladderadatsch? Ich weiß nicht, ob der rosa Sattel der was für unser Pferd wäre. Ich glaube nicht. Gut, einmal bitte umziehen. Ich ziehe dir einen Helm an, beziehungsweise plopp, du siehst besser aus. So, und wieder die USA. Und die wollten das Freundschaftsrennen nochmal machen, weil wir nur Silber gewonnen haben. So, Text habe ich ja eben schon mal vorgelesen. Es geht ja jetzt darum, also ich habe die drei Sehenswürdigkeiten, wie ich sie jetzt auch nennen soll, habe ich ja jetzt dafür gefunden. Also, ja. Machen wir jetzt den goldenen Sieg dafür oder wie auch immer. Wir wollen jetzt Gold gewinnen. So rum. Der Adler kreist immer noch. Ich fühle mich wesentlich sicherer mit der Reitkappe. Das ist schon mal etwas. Die Ausdauer vom Pferd hat sich ja auch verbessert. Also, es kann nur besser werden. Genau. Schade, dass man hier nicht einfach mal zack zack drüber springen kann, und dann hätten wir es. Das wäre aber zu einfach. Na klar. Tja. Wir müssen noch. Also auf unserem Gestüt müssen wir noch die zwei Dinger finden, glaube ich. Ja, ich meine schon. Da haben wir bis jetzt nur den See gefunden. Das müssen wir auch mal tun. Da müssen wir auch mal fleißig sein. Nochmal ein paar Hündchen drehen. So, Tomahawks ignorieren wir. Einfach die wunderschöne Landschaft, die können wir uns währenddessen sehr gut angucken. Wo sind die Adler, die um uns herum kreisen eigentlich? Da ist er wieder. Super. Das gibt einem so ein richtig tolles Gefühl, wirklich. Der Wahnsinn. Das ist echt. Na gut. Da vorne kriegen wir uns schon mal unser Silber her. Wenn das sich fährt, wieder nicht gegen jegliche imaginären Kanten reiten würde, das wäre super. So, das Silber hätten wir auch schon. Hier dürfen wir ja nicht vergessen, keine zu großen Abkürzungen für 2 mm. Dann bleibt das Fett stehen. Dann dürfen wir nicht hin. Wir schnappen uns die Möhre und ziehen nach rechts dann rum. Also ich glaube nicht, dass man das anders machen würde. Ich glaube nicht. So, Möhre ergattert. Ums Eck, und dann wären wir auch schon fertig. So. Gut gemacht. So, wir haben immer noch den Namen kleine Blume der Rocky Mountains. So, 20 Geld, wie man so schon sagt. Und eine tolle Ohrenmütze, Fliegenhaube, AK, wie auch immer. Und die Ausdauer hat sich verbessert. Jetzt haben wir die dritte Blume voll. Und unsere zweite Blume fängt an zu wachsen. Und wieder putzen. Wir haben lange nicht geputzt. Schämt euch was. Na gut. Ein Einhorn braucht ja wohl auch Fliegen, glaube ich. So ist es für uns hier. So, es glitzert wieder, es soll jetzt zufrieden sein. Nächste Tätigkeit. Schon wieder in den USA. Uralte Heilmittel. Man braucht schon wieder deine Hilfe. Rauchendes Erdmännchen hat sich beim Absteigen den Fuß gezerrt. Was ein Intelligenzbeutel. Seine Mutter braucht Heilkräuter, um daraus Bandagen anzufertigen. Ja, dann mal los. Mal sehen, wie viele wir zusammenkriegen. Das würde ich gerne mal wissen. 1 für 22.
So, die nächsten haben dann auch schon mal. Mit dem Einhorn durch die USA reiten, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ne? Das kann nicht jeder, scheinbar. Tja. Ich frage mich, wenn wir jemals wieder zu uns nach Hause kommen. Derzeit stecken wir scheinbar hier fest irgendwie. Scheinbar ist es hier schön. Ist das zu warm eigentlich? Da ist nichts mehr. Gut. Da ist ein Möhrchen. Dann geht es aber auch weiter. Aber auch weiter. Ah. Naja, mehr wie vermiesen Kürbis. Da waren wir schon mal. Da wollte ich gar nicht hin. Danke. Gut, wir reiten jetzt einfach mal hier lang. Mal gucken, wie weit wir hier mitkommen. Denn das weiß ich nicht. Aber gut. Wir müssen sowieso noch einiges in Ausdauer trainieren. Und dann mal gucken, wie weit wir so überhaupt kommen. Also ich merke, mit diesem starken Pferd ist es wesentlich besser. Ich hatte vorher immer ein Vielseitigkeitspferd gehabt und das war nicht so schön. Um es jetzt mal so auszudrücken. Also es hätte echt besser sein können. Aber gut, man kann nur immer lernen von vielen Sachen. Von daher ist das gar nicht mal so verkehrt gewesen, dass ich das jetzt weiß. Und ihr wisst es dann auch. Vor allen Dingen. So, jetzt fehlt noch nur ein Pflänzchen übrigens. Wo kriegen wir die her? Seid gnädig mit uns. Die braucht hier ihre Bandage. Cool. Es gibt hier gar nicht mehr oder was. Jetzt. Jetzt gibt es hier scheinbar keine weiteren. Die anderen sind auf der anderen Seite. Das macht sowas und keinen Sinn. Gut, wir reiten noch ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Wir hätten vielleicht die fünf noch einsammeln sollen. Und wären jetzt hier befällig gewesen. Aber gut, großartig. Das sind genug Kräuter, um die Verletzung vom rauchenden Erdmännchen zu behandeln. Das klingt so komisch. Ich bringe sie zur Frau vom träumenden Bär. Okay, 15 Münzen. Und eine gelbe Ohrenmütze, AK, wie auch immer. Die Ausdauer hat sich auch noch gebessert. Das dritte Blümchen fängt an, wie gesagt, an. Es tut mir leid, aber ich muss dich bitten, nach Europa zurückzukehren. Das Gestüt braucht dich, aber keine Sorge, wir sind noch rechtzeitig zur Weltmeisterschaft wieder da. Na, das ist doch gut. So, Europa. Landesmeisterschaft. Na bitte. Chrissy, diese Landesmeisterschaft wird hart. Die anderen Teilnehmer wollen gegen dich bestehen und es war ihnen wichtig, dass du teilnimmst. Na, immerhin. Viel Glück, enttäusch mich nicht. Danke für deine lieben Worte. Das baut mich auf. Das baut mich unheimlich auf. Tja, immerhin wollen sie, dass wir teilnehmen. Das ist ja schon mal ganz nett, um es mal so zu formulieren. Wir müssen immer noch diese Sehenswürdigkeiten suchen. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Ständig in den USA waren, von irgendwelchen rauchenden Erdmännchen. Ganz toll, wirklich.
sind wir ganz stolz drauf. Also echt. Tja, so ist das hier schlimm. Gerade anreiten einigermaßen. Oh, doch kein Grashalm. Ich habe gedacht, das wird verweigert jetzt wegen Grashalm. Und weil ist so. Aber gut, dann halt nicht. Dann ist doch super. Oh, paar D-Kühe im Hintergrund. Das ist schön. Freut mich. 1,30 von 2,12 haben wir zur Verfügung. Ist irgendeine Hütte im Wald mit vielen Pilzen drumherum. Toll. Ja, so ganz werden wir es nicht schaffen, aber das ist nicht schlimm. Die freuen sich ja, dass wir immerhin dran teilgenommen haben. Zumindest etwas. Ja, es hat leider nur für Silber gereicht, wegen einer bösen Sekunde. Aber gut. Bravo, ich habe niemals an deinen Können gezweifelt. Jeden Tag sehe ich deine Fortschritte und deine Preise. Ich bin stolz auf dich. So, wir haben 40 Münzen und einen Cowboy-Hut. Cool. Für einen Cowboy-Hut. So, Snow ist schneller. Snow kann sich aber noch verbessern in der Schnelligkeit. Das ist doch auch okay. So, Ausritt. Oh, Europa-Ausritt. Wow, rette die Tiere. Das werden wir jetzt mal tun müssen. Gott sei Dank bist du hier. Ein paar fiese Wilderer haben überall eine Falle gestellt. Du musst sie finden, bevor sich ein Tier verletzt. Wieso machst du das nicht? Ja, aber er hätte ja nicht so viel reden müssen. Er könnte das ja einfach selbst tun. Aber wir sind wahrscheinlich schneller unterwegs, also müssen wir das machen. Aber gut, dann machen wir das. Ist das. Ganz toll. Richtig zufällig aufgestellt, vor allen Dingen. Nein. Oh, das erste Hufeisen, toll. Aber er blubbert uns nicht. Nee, nee, das zweite. Entschuldigung. Aber er blubbert uns weiter nicht damit zu. Das ist ganz nett von ihm. Nicht lang. Das zumindest mitgenommen haben. Und das hier. Ja, das eine hat sich so mit den Engwendungen scheinbar. Es hat kein Dressurhorn. Na gut. Die Kühe können auch ruhen, das ist ja toll. So, kleinen Zirkel, kleinen schiefen Zirkel können wir auch reiten. Das freut uns. Hier geht es nicht weiter. Toll. Gut, wir kehren um. Das wird ja immer so früh ein. Wirklich. Immer so spektakulär und früh eh. Sollen sie einfach einen Zaun hinmachen, dass es da nicht weitergeht? So könnte man sich nicht so schnell verirren. Aber gut, warum nicht? Tja, so ist das hier. Dann nehmen wir eben diesen Weg. Ich wollte hier eigentlich gar nicht lang. Aber wie ihr seht, wir müssen dort lang. Aber hier gibt es auch Karotten, das ist super. Hier gibt es noch mehr mit dem Zeug. 24. Die einzige, die sich fragt, warum so viele Fallen für so viele Tiere. Aber hier ist ein Sehenswürdigkeitsding, whatever, das nehmen wir mal mit.
Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das. Das Hünengrab ist das übrigens. So, wir haben schon mal Silber. Du hast das Hünengrab gefunden. Solche Steinmonumente gibt es überall in Europa, vor allem im Norden. Sie stammen vermutlich aus der Jungsteinzeit. Wieder etwas gelernt. Ich wohne dort nicht. Ich habe davon keine Ahnung, aber gut. So, 33. 34. Was? So viele? Ich bin ja der geduldigste Mensch auf Erden, wie ihr gehört habt. Das will ich gar nicht einsammeln, aber ob ich das eingesammelt? Weil ich es verwechselt habe. Ah. Liebesfette, da ist ein Busch. Da geht es nicht weiter. Das schafft man ausdauertechnisch scheinbar nicht. Gut. Sehr gut, dank dir droht den Tieren keine Gefahr mehr. Die Polizei fahndet nach den Wilderern. Es wird ihm schlecht ergehen, wenn sie verhaftet werden. So, 30 Münzen, eine Fliegenhaube, eine Sicherheitsweste und Geld, wie gesagt. Die Ausdauer hat sich auch verbessert. Prima. So, bevor wir jetzt mit dem Putzen weitermachen, sehen und hören wir uns im nächsten Part. Also, bis gleich.